Ja, ich bin der Schwanzer Wolfgang. Ja. Bin Leiter von der Technikerschule. Hab davor in Ringsburg Maschinenbau studiert Aha. und einen Diplomabschluss gemacht und einen Master noch drauf gesetzt. Ja, dann habe ich meine Frau kennengelernt und dann haben wir gedacht, jetzt darf ich doch einmal was Gescheites zum Arbeiten anfangen. Nicht gerade mich in so Laborstätten umeinander treiben. Und dann war eigentlich angesetzt, dass ich zur Continental gehe. Und dann, wie es häufig so im Leben ist, dass der Plan B startet, dann bin ich auf einmal Berufsskilehrer geworden. Wie ist dein Zusammenhang mit Ewald? Deine Ein ganz glücklicher Zusammenhang in der Hinsicht, weil wir von Ewald so alte, nicht mehr brauchte Autos gekriegt haben und die in unsere Projektfahrzeuge mit Ewald haben. Das heißt, da hat es ein spannendes Projekt gegeben. Wir haben die Elektrokutsche gebaut, die erste Elektrokutsche Deggendorfs. Leider haben wir die jetzt momentan geschrottet, aber wir werden natürlich schauen. Wir sind momentan in der Planungsphase, einfach, dass wir eine neue Kutsche aufbauen. Komplett von Grund auf. Magst du mal genauer ausführen, was das Projekt Elektrokutsche eigentlich wirklich ist? Also das Projekt Elektrokutsche beruht eigentlich auf dem, dass wir gesagt haben, ja, unsere Schule soll einfach bekannter werden. Wir wollen mal ein Promotion-Modell bauen an der Stelle, mit dem man sich auch auf der Straße bewegen kann. Und dann habe ich das in der Schule vorgestellt und ich war eigentlich immer auf das, dass ich sage, ich möchte jetzt einen Urtimer bauen. So ein Tricycle praktisch, wie es das 1886 vom Daimler gebaut worden ist. Dann sind wir auf viele Probleme oder viele Herausforderungen gestoßen und dann haben wir gesagt, Mensch, ob wir nicht gleich auf irgendeine Kutsche zurückgreifen. Das ist ja nicht das einzige Upcycling-Projekt, das ihr an der Technikerschule habt. Stimmt, genau. Ihr habt es noch anders, die ist auf dem Wasser rumfotos, Ja, ne? genau. So was mit Wasser haben wir Was ist das? auch. Wir haben mal so einen alten Bayliner gekauft. Was ist ein Bayliner oder wie spricht So man ein das? Bayliner, so ein alter GFK-Bomber. Was Ein GFK ist so ein Glasfaser-Kunststoff-Bomber, also so ein Boot, das praktisch 5 Meter Danke. lang ist. Und haben wir gesagt, Mensch, wir möchten das gerne elektrifizieren. Und das ist jetzt so weit schon mit mehreren Probefahrten auf der Donau gefahren. Das wäre eine super coole Touri-Attraktion, dass du auf dem alten Boot auf der Donau rumfahren kannst oder vor allem die Kutschen halt, weil die halt echt was hermachen. Das müsst ihr euch mal merken. Ja, also das ist eigentlich, der Gedanke ist eigentlich schon von Haus aus da gewesen. Also es soll halt eigentlich in so Stadtrundfahrten rauslaufen. Wir Ja? waren ja schon zweimal im Frühlingsfestauszug dabei. Oder schon das dritte Mal schon. Und da sind wir praktisch mit unserer Elektrokutschen unterwegs gewesen und das ist wirklich ein Reißer. Also von dem, Ja? da sind die Leute wirklich scharf drauf. Und dann die Wiener Kutschendeckendorfs. Ja, genau, die Situation haben wir eh. Also in Wien und in Rom haben sie überall die gleichen Schwierigkeiten. Pass auf, jetzt holen wir uns einen Kaffee. Das Ja, Wichtigste von dieser Fahrt. das glaube ich. Das war das Wichtigste für meine Frau, wenn ich mit der Frau unterwegs war. Abzuwerfen haben wir jetzt nächste Kaffee. Ja, das ist immer wichtig. Das ist so gut, weil das ist also nah an der. Ich habe gestern die ganze Zeit nicht dran. Prost. Prost. Das ist eine coole Sache, was wir da machen. Und ab wann sagst du das denn, dass man irgendwie eine Alternative für die Kreuzfahrtschiffe finden darf? Dass man die zum Beispiel mit einem Elektromotor oder mit einem anderen Medium betreiben kann? Das ist eine gute Frage. Bin jetzt praktisch kalt erwischt worden. Aber ich glaube, das sind mehr. Dann begrüße ich mal. Also ich finde es total toll. Und die erste, dass man praktisch auch unsere Containerschiffe teilweise vorne schon so große Paraglider drauf hat, die ja praktisch dann durch den Wind hier schon mal Energie sparen können. Dass man hier tatsächlich Ersatz dafür findet, glaube ich, wird schon eine ganze Zeit dauern. Weil man natürlich brutal große Energien braucht. Und wie siehst du die Zukunft von der modernen Mobilität? Moderne Mobilität ist, glaube ich, eine ganz spannende Sache, weil da sehr viele Leute voneinander noch lernen können. Also ich glaube, dass das nicht nur der Fachbereich Elektrotechnik, der da revolutioniert werden muss. Ich glaube, dass viel zusammenspielen müssen. Es müssen die Fahrzeugtechniker dazu, es müssen die Maschinenbauer dazu, es müssen die Elektriker dazu, es müssen die Informatiker dazu und nur mit den Schienen werden wir mir eine ganz tolle Elektromobilität oder überhaupt eine moderne Mobilität hinbringen. Ich glaube, dass es nicht immer nur sinnvoll ist, dass man nahezu 1000 Kilogramm Akku in einem Auto umeinander fährt. Also von dem her, das hat für mich eigentlich nichts mit moderner Mobilität zum Tor, das kann ich beim Stapler machen, da wo ich sowieso das Gewicht brauche. Ich glaube, dass in Richtung Kombi
gehen muss. Also dass ich eine kleine Batterie dabei habe, dass ich praktisch die Bremsenergie rückgewinnen kann. Mhm. Aber dass ich als Hauptenergieversorger noch ein zweites Medium brauche. Also entweder Wasserstoff oder einfach ja, vielleicht eine neue Technologie, die es noch gibt. So, Wolfgang, jetzt sind wir wieder da. Super, perfekt. Ich hoffe, du hattest Spaß. Ja, war cool. Sehr viel Spaß mit dir.